Das Treffen zwischen Bundeskanzler Scholz und Chinas Präsident Xi war der Höhepunkt der dreitägigen China-Reise. Die Gespräche in Peking waren ungewöhnlich lang, 3 Stunden inklusive einer privaten Teezeremonie und einem Essen. Ein Ziel des Kanzlers, China davon zu überzeugen, Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszuüben. China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet. Was er im Moment hat, ist Xis Versprechen, an weiteren Bemühungen zur Beendigung des Konflikts zu arbeiten, einschließlich einer möglichen Friedenskonferenz und ein Bekenntnis zu starken chinesisch-deutschen Beziehungen. Unsere beiden Länder sollten die bilateralen Beziehungen aus einer langfristigen und strategischen Perspektive betrachten. Sie entwickeln und zusammenarbeiten, um der Welt mehr Stabilität und Sicherheit zu geben. Eine weitere Herausforderung für Scholz ist es, die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in China und der Europäischen Union im Gleichgewicht zu halten. In der EU wachsen die Bedenken gegenüber den chinesischen Subventionen für Exporte wie Elektroautos. Es ist sehr klar, dass wir reden müssen über die Frage von Überkapazitäten, dass wir reden müssen über Subventionswettbewerbe. Ein zentrales Thema auch deshalb, weil es ja auch Fragen von Subventionen überall in der Welt gibt. Viele Staaten machen das gerade, wenn es um erneuerbare Energien und fortgeschrittene Techniken der eben Elektromobilität geht, ebenfalls. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier Prozesse etablieren, die dazu führen, dass nicht jeder einfach nach seiner eigenen Idee das weiterentwickelt. Olaf Scholz reist am Mittwoch gleich weiter nach Brüssel zum EU-Gipfel und wird dort mit den anderen Staats- und Regierungschefs sicher auch über seine Erkenntnisse aus der China-Reise diskutieren, bevor er sich dann wieder in die Niederungen der deutschen Innenpolitik und dem Dauerstreit der Ampelkoalition begibt. Michaela Küfner war mit dem Bundeskanzler in China unterwegs und ist jetzt hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Michaela. Michaela, bevor wir zu den politischen Details kommen, erstmal so eine Frage zu dem, wenn man mit dem Kanzler unterwegs ist. Der ist ja in vielen politischen Krisen international beschäftigt, musste agieren. Und er hat zu Hause in der Koalition mit Grünen und FDP auch noch immer wieder Druck. Was für einen persönlichen Eindruck hatten Sie von ihm eigentlich? Er macht einen sehr sortierten, konzentrierten Eindruck und sich auch dessen bewusst sein, dass das ein wichtiger Ansprechpartner ist, China. Das war ihm ganz wichtig. Man hat ihm, denke ich, wenn man die Bilder sieht von der Begegnung mit Präsident Xi, angesehen, dass da eine sehr große Anspannung auch wirklich war, eine Konzentriertheit. Und gleichzeitig habe ich ihn auch erlebt als jemanden, der ein bisschen genervt ist, vor allen Dingen von den Journalistenfragen zu seiner Koalition zu Hause. Die auch in China gestellt wurden. Die im Hintergrund dann gestellt werden, natürlich, die auch hier ganz öffentlich die ganze Zeit gestellt werden, weil ich erlebe ihn als einen Kanzler, der etwas ungeduldig ist, dass man sich nicht auf seine Ebene begibt, wo es seiner Ansicht nach jetzt einfach um sehr große Fragen geht. Vor allen Dingen, wenn man nach China reist für 3 Tage und die ganzen Koalitionsfragen etwas sind, die eher als lästig begreift. Und das ist schon interessant, denn jeder Kanzler, jeder Regierungschef, egal wohin er reist mit der eigenen Presse, nimmt ja immer seinen Mikrokosmos mit. Und das konnte ihm auch gar nicht gelingen, das in so einer Lage in Deutschland, auch in China, abzuschütteln. Also das ist schon sehr interessant. Ich habe ihn auch erlebt, kurz bevor er in das Gespräch mit den G7-Staaten gegangen ist, zu dem Angriff Irans auf Israel und der Besorgnis darum, was Israel als nächstes tun würde. Noch ist diese Lage relativ stabil und ein Kanzler, der sichtlich zufrieden war, dass es eine sehr große Einigkeit unter den G7-Staaten gibt. Und wenn man in China ist, dann ist China
so etwas wie das Gegengewicht zu den G7. Und deswegen war es ihm sehr wichtig, dass er da im Prinzip auch einen Punkt machen kann, dass China als Mitglied des Sicherheitsrats und als 1,4 Milliarden Volk eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt hat. Und nach dem Treffen ist doch auch mein Eindruck gewesen, dass er das Gefühl hat, dass er da noch viel Arbeit vor sich hat, um China an Bord zu bringen, um seine Sicht der Dinge und seine Sicht der Weltlage zu teilen. Denn China hat ja eine andere Agenda. China möchte ja eine andere Weltordnung, okay, wo China mehr im Mittelpunkt steht. Damit sind wir bei den politischen Themen. Die große Frage in Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland ist, wird diese Reise bei den politischen Themen Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg haben? Kanzler Scholz hatte ja ein großes Anliegen, mit dem er nach Peking gefahren ist. Und dass China aufhört idealerweise oder wenigstens seine Exporte reduziert von sogenannten Dual-Use-Gütern. Das sind Chips, das sind Teile, die verwendet werden in Drohnen, in Waffen. Und Dual-Use, weil sie einfach Alters-Chips. Man könnte sie in den Kühlschrank packen, aber auch in eine Drohne. Das ist bei Chips der Fall. In der Tat, es werden auch Chips aus Kühlschränken ausgebaut, um damit Waffen zu bauen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass Russland den Krieg nur in der Intensität gerade gegen die Ukraine führen kann, dank der Importe aus China. China sagt, wir exportieren keine Waffen. Das scheint auch der Fall zu sein. Da hofft der Bundeskanzler, dass er China da zu einer Bewegung bringen kann. Das ist aber kein schneller Erfolg. Er hat da nicht bekommen, was er wollte. Ich glaube, er hatte auch keine Illusion, dass man da jetzt einen schnellen Erfolg mit nach Hause nimmt. Aber ich denke, die Tatsache, dass Wladimir Selenskyj, der ukrainische Präsident, ihm gedankt hat für seine Bemühungen, ist ja schon mal ein positives Zeichen. Und die große Frage ist, ob China jetzt Teil sein wird der Friedenskonferenz, die im Sommer geplant wird. Das wird im Augenblick 100 geplant. 100 Staaten sollen da mit dabei sein. Ja, das ist alles noch sehr vage, ist auch noch gar nicht klar, auf welcher Ebene. Wir haben ja in der Vergangenheit in Jeddah, in Davos Treffen der jeweiligen außenpolitischen und Sicherheitsberater unterschiedlicher Länder gesehen, die auch den sogenannten globalen Süden damit an Bord hatten. Und die Hoffnung ist, dass China sich wenigstens auf der Ebene da einbringt. Also es sieht im Augenblick wohl nicht danach aus, dass China da notwendigerweise sein wird. Denn China hat in der Vergangenheit dazu... Dass sie nicht in der Schweiz sein werden. Also nicht notwendigerweise. Okay. Es gab, anders als Russland. Sie sind eingeladen, aber es gibt keine Zusage im Augenblick. Und Russland hat China hat in der Vergangenheit ja auch schon den Wunsch geäußert, dass alle Beteiligten dann mit am Tisch sitzen müssten. Und das wäre ja Russland. Was aber stattgefunden hat, das habe ich aus Beraterkreisen erfahren können, ist, dass die Thematiken oder die möglichen Stoßrichtungen dieser Konferenz jetzt auch vorab mit China besprochen wurden. Genau, das ist dann eine nächste Frage. Wie ähnlich sind die da? Oder kann man da im Vorfeld, selbst wenn China nicht dabei wäre, ist ja dann offenbar was versucht worden abzusprechen? Also man ist da auf demselben Blatt. Das ist das, was ich erfahren konnte. Die Beteiligung wäre natürlich wichtig, um zu zeigen, dass es so etwas gibt wie eine globale Gemeinschaft, die Frieden wünscht. Und die Frage ist ja noch offen, ob China diese Mitnahmeeffekte, Schwächung Europas, Russland zwangsläufig jetzt abhängiger von China, Russland als dankbare Ressource für fossile Rohstoffe, die nicht mehr woanders in die Welt verkauft werden, jedenfalls nicht direkt. Ja, wird ja viel nach Indien und über Indien dann auch wieder in andere Länder, auch nach Deutschland. Aber erstmal hatte Russland da ein Problem und ist jetzt abhängiger von China. Und das ist ja erstmal etwas, was in Chinas Interesse gespielt hat. Und ob China jetzt an dieser Konferenz teilnimmt oder wenigstens an diesem Prozess und vielleicht bei einer Folgekonferenz dann auch präsent wäre auf höherer Ebene, das ist jetzt ein Moment der Wahrheit, an dem man abmessen kann, wie interessiert China eigentlich an einem Ende des Krieges in der Ukraine ist. Also ob den Worten dann auch Taten folgen.
klingt, und China ist ja auch neben aller Ideologie, die sie nach außen verkaufen, ein höchst machtpragmatisch nüchterner Staat. Das heißt, so ein bisschen die Vorteile, die sie aus dieser Auseinandersetzung und der Isolierung Russlands haben, wollen sie die aufgeben? Und gibt es andere oder höhere Vorteile, wenn sie sich in diese Friedensgeschichten einklinken? Das ist so ein bisschen so ein Abwägen. Das ist in der Tat eine Balance, inwieweit man da wirtschaftlich denkt und China denkt immer wirtschaftlich, aber auch geostrategisch. Jetzt ist China wichtiger geworden als Akteur, als das Land, das den meisten Einfluss auf Russland direkt auf Wladimir Putin hat. Gleichzeitig ist China auch durchaus bewusst, dass es um das eigene Image auch gegenüber dem sogenannten globalen Süden geht. Also man will schon als Friedensstifter wahrgenommen werden. Das war auch bei der Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Israel so. Das möchte China schon. Und wo da die Balance ist, das wird gerade austariert. Das versucht auch ein Bundeskanzler auf so einer Reise rauszufinden mit seiner Delegation. Und er saß ja 45 Minuten mit Präsident Xi zusammen. Und das waren wohl sehr direkte Gespräche. Sie haben Israel und vorher auch schon den Iran angesprochen. Das ist der zweite aktuelle Brandherd. Gibt es Äußerungen von Xi, von Scholz zu irgendetwas, dass sie beide gemeinsam möglicherweise versuchen, in diesem Jahr immer gefährlicher werdenden Konflikt auch mit dem Iran und Israel zu vermitteln, einzugreifen? Also ein konzertiertes gemeinsames Handeln, nein. Aber beide standen ja nebeneinander und haben den Nahen Osten adressiert. Da gab es aber einen sehr klaren Unterschied. Der Bundeskanzler hat den Iran ganz klar benannt als Aggressor und Akteur. Präsident Xi hat das vermieden und mehr den Fokus dann auch interessanterweise in einem Readout, also in das Außenministerium hat dann im Prinzip erläutert, was Präsident Xi meinte in einer Presseerklärung. Da ausgeführt, dass es China darum geht, natürlich, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. China nahm aber mehr Bezug auf Israels Aktion in Gaza, die Präsenz in Gaza und insistiert mit Verweis auf die UN-Charta, was ja erstmal positiv ist, wenn China das macht, darauf, dass die UN-Resolution des Sicherheitsrates umgesetzt werden soll, die ja ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen fordert. Das hat Bundeskanzler Scholz auch getan, darauf Bezug genommen, auch auf diese UN-Resolution, wo ja auch die Amerikaner haben ja gesagt, dass sie nicht rechtlich bindend ist. Da ist ja ein Juristenstreit darüber. Klar. Aber jetzt, es gibt diese Resolution. Und das zeigt ja, war ja sehr, ein sehr klares Signal an Israel. Der deutsche Bundeskanzler hat den Fokus mehr auf das Selbstverteidigungsrecht Israels gelegt und hat den Iran nochmal ganz klar benannt. Und wir wissen, dass das Thema hinter verschlossenen Türen adressiert wurde, aber öffentlich hat China auch den Wunsch geäußert, dass die Länder mit großem Einfluss in der Region, was ich jetzt einfach mal als die G7 übersetzen würde, dort in der Verantwortung sind. Und dem steht gegenüber, dass auch eine deutsche Bundesregierung durchaus China da auch mehr in der Verantwortung sieht. Mit reinnehmen will. Wir haben jetzt so ein bisschen die internationalen Brennpunkte abgehandelt. Deutschland hat ja, wenn wir jetzt hier ins Inland kommen, hat ja eine neue China-Strategie im vergangenen Jahr vorgestellt, hat diese relativ beachtet. So Grundtenor war eher so ein bisschen mehr, also ein bisschen Schritt zurücktreten vielleicht von China auf mehreren Gebieten. Hat diese neue Strategie die Beziehungen zu China verändert? Also sie hat erstmal die Chinesen ein bisschen alarmiert, weil es auch in dieser neuen Strategie, genauso wie in der europäischen Strategie und der amerikanischen Strategie, um sogenanntes De-Risking geht. Und De-Risking ist das Ziel, sich unabhängiger von China zu machen. Das ist eine Lektion, die man sehr schmerzhaft während der Pandemie auch gelernt hat, dass Europa, dass die ganze Welt sehr abhängig ist von China, gerade was Lieferketten angeht, aber auch bei Schlüsselindustrien. China hat auch darauf hingewiesen, dass im Prinzip auch die ganzen erneuerbaren Energien, das Ziel Deutschlands, klimaneutral zu werden, ohne chinesische Solarmodule überhaupt nicht möglich wäre. Da könnte man jetzt noch mal eine Stunde
Stunden drüber reden, warum das so ist. Aber das ist faktisch einfach so. Die deutsche Industrie ist ja, wenn man so will, kaputt gemacht worden vorher. Okay. Und auf der chinesischen Seite war da jetzt eine große Sorge und die besteht auch weiterhin, dass De-Risking bedeutet, dass man den Handel mit China reduzieren möchte. Der Bundeskanzler hat das explizit andersrum erläutert, dass De-Risking ja bedeutet Diversifizierung, dass man auch Schlüsselindustrien wieder in Deutschland ansiedelt. Also Stichwort Intel, die nächste Generation von Chip-Produktion, aber auch pharmazeutische Industrien zum Beispiel wieder ansiedelt. Und der große Streitpunkt ist ja Elektromobilität, wo China sehr günstige Fahrzeuge auf den europäischen Markt bringt und weiterhin bringen will. Und die Frage, die gerade von der EU untersucht wird, ist, wie viele Subventionen stecken da eigentlich drin? Und wollen wir da Strafzölle implementieren? Das ist jetzt wirklich ein ganz großer Streitpunkt. Die deutsche Automobilindustrie hat jetzt wirklich kein Interesse daran, dass das eskaliert, denn die deutschen China Produzenten sind der Riesenplayer. Der wichtigste Markt mittlerweile. Genau, produzieren in China für China. Und das ist natürlich etwas, wo man vermeiden will, dass es da Turbulenzen gibt und dass man sich da im Kreuzfeuer sieht. Und De-Risking hat Bundeskanzler Scholz dann erklärt, als ja, es wird trotzdem mehr Handel mit China geben. Gleichzeitig wird es eine Diversifizierung geben. Und er kann sich tatsächlich darauf berufen, dass ja die deutsche Industrie, deutsche Firmen im vergangenen Jahr einen Rekordhoch zu verzeichnen haben, was Investitionen Deutschlands in China angeht. Also bei 11,8 Milliarden Euro war das. Das ist ein Allzeithoch. Deswegen kann er diese Aussage auch erstmal belegen. Trotzdem beäugt man sich da gegenseitig kritisch, nicht nur bei dieser Autofrage, sondern auch bei strategischen Fragen wie Huawei zum Beispiel, 5G-Netz in Deutschland. Deutschland, 6G-Netze. Haben wieder Teile drin, mit denen man genau abhören kann und so weiter. Ja, genau. Und keine Firma hat ein Interesse, in diesem politischen Kreuzfeuer zu stehen. Ich habe mit der Wirtschaftsdelegation sprechen können. Da war Siemens dabei, da war BMW dabei, Mercedes. Und die zeigten sich hochzufrieden, weil sie als einzelne Firmen adressiert wurden. Und gleichzeitig gibt es hier in Deutschland jetzt aber die Kritik, dass man ja konkrete Interessen von Einzelfirmen, also ich meine, es sind sehr große Unternehmen, abgearbeitet hat, anstatt eine Gesamtstrategie zu finden. Aber jetzt nach 3 Tagen Mitreise wird auch deutlich, dass es einfach so komplexe Fragen oft sind, dass dass es nicht abwegig scheint, dass man tatsächlich diese Einzelpunkte auch abarbeitet. Viel Wirtschaftsthemen, das ist ja typisch, auch in den vergangenen Jahrzehnten waren immer große Wirtschaftsdelegationen mit. Aber ein Punkt, der auch vorher immer von der deutschen Politik sehr hervorgehoben wurde, war, wir reden auch über Menschenrechte. War das Thema? Also das ist immer Thema bei einer deutschen Bundesregierung. Welche Punkte konkret angesprochen wurden, konnten wir nicht erfahren aus den Regierungskreisen. Was aber wirklich interessant war, ist, dass sich Präsident Xi auch auf internationales Völkerrecht bezogen hat in seiner Erklärung und auf die UN-Charta. Und das ist erstmal etwas, wo im Prinzip demokratische Staaten oder die Staaten, die auf internationale Normen und Regeln setzen, das ist erstmal schon ein positiver Punkt. Politisches Signal, man kann ihn dann so ein bisschen festnageln, in Anführungszeichen. Aber wenn er Bezug auf das nimmt, was der Westen auch haben will, kann man sagen, okay, da gibt es eine gemeinsame Basis vielleicht. Es gibt halt den Versuch des Westens, also Deutschlands, der USA, das UN-System, das ja wirklich durchaus auch in der Kritik ist und im Reformstau, aber das insgesamt das Völkerrecht weiterhin gilt, auch in einer Welt, wo sich Machtgefüge wirklich verschieben. Und das verschiebt sich im Augenblick in Richtung China. Und Präsident Xi hat durchdringen lassen, dass er möchte, dass alle Staaten am Tisch sitzen und sich kein Land auf der Speisekarte wiederfindet. Und das wurde durchaus positiv gewertet von der deutschen Seite. Denn natürlich hat man in Europa, in den USA
die große Sorge, dass das Beispiel Russland Schule macht, dass Grenzen wieder verschoben werden, dass China eventuell Taiwan angreifen würde. Wobei man immer dazu sagen muss, auch Europa und auch die USA haben die One-China-Politik. Also erkennen an, dass Taiwan kein separater Staat ist. Und in dieser Grauzone, da möchte niemand wirklich an dieses Thema ran, weil es einfach so risikoreich ist. Und das allerletzte, was Europa, die USA, der Westen, auch der globale Süden haben möchte, ist einen weiteren großen Konflikt, der die Welt blockiert für die Zukunftsthemen wie Klima, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, weil es einfach so viele akute Krisen gibt. Also zusammenfassend, eine Reise mit hoffentlich Langzeitwirkung, einigen konkreten Ergebnissen und positiven Signalen, wenn man so will. Und auch viel Kritik, also von der deutschen Wirtschaft. Und die große Frage ist jetzt wirklich, ist China daran interessiert, dass Europa stabil bleibt? Und da ist der nächste Messpunkt, Teilnahme, ja oder nein, wie weit bringt sich China bei der Friedenskonferenz im Sommer ein? Michaela Küffner, vielen Dank für die Informationen und Einschätzung. Sehr gerne.